Der Herr segne dich und behüte dich. Mit diesem Vers aus dem 4. Buch Mose begrüße ich Sie und Euch ganz herzlich zur Online-Andacht aus Kandel. Heute geht es um das Thema Segen. Und deshalb begrüße ich Sie auch von hier draußen, vom Feldrand. Denn ich denke, das ist ein Ort, der uns ganz viel darüber verrät, was das eigentlich ist, Segen. Sonnig und ruhig ist es hier draußen heute Morgen. Tatsächlich ist es schon eine ganze Weile her, dass ich zum letzten Mal hier draußen Traktoren und Arbeiter gesehen habe. Es muss wohl so am Anfang des Frühlings gewesen sein, dass hier ständig Traktoren unterwegs waren. Die haben gepflügt und dann geeggt. Später wurde ausgesät. Und dann? Dann lagen die Felder lange da, braun und leer. Und es sah nicht so aus, als würde irgendetwas passieren. Doch dann, vor wenigen Wochen, da ging es plötzlich los. Langsam und dann immer schneller wuchsen die kleinen Keimlinge aus der Erde. Heute sind sie schon beträchtlich gewachsen. Hier vorne das Getreide ist schon recht hoch. Und auch dort hinten die kleinen Maispflänzchen werden täglich größer. Segen. Das ist nichts, was wir Menschen machen können. Es ist etwas, das von Gott kommt. Wir müssen uns seinen Segen nicht verdienen. Er ist ein Geschenk. Etwas, das Gott großzügig gibt. Segen, das hat etwas mit Wachstum zu tun. Gottes Segen schenkt Wachstum und Veränderung. Aber genau wie bei Pflanzen, da dauert das eben seine Zeit. Deshalb brauchen wir vor allem eines: Geduld. Die Saat sprießt, wächst und reift ja schließlich auch nicht über Nacht. Der Blick auf die Felder erinnert mich daran, wie viel Saat auch in meinem Leben schon aufgegangen ist. Oft war ich dabei, glaube ich, ziemlich ungeduldig mit Gott. Ich wollte schneller Veränderungen sehen, hatte das Gefühl, dass nichts passiert. Doch mit etwas zeitlichem Abstand, da konnte ich dann häufig feststellen, oh, da ist ja doch etwas gewachsen. Vielleicht haben Sie ja Lust, in dieser Woche auch einmal durch die Felder zu gehen und dabei zu überlegen, wo lässt Gott in meinem Leben gerade etwas wachsen? Wo brauche ich noch Geduld und Vertrauen, dass Gott zu seiner Zeit Wachstum schenken wird? Und wo ist schon etwas gereift, ohne dass es mir vielleicht aufgefallen ist? Ich glaube fest daran, dass Gott jede und jeden von uns ganz persönlich segnen wird. Und diesen Segen, den möchte ich Ihnen und Euch heute zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.